zusammen. So, wir sind auf dem Caravan-Messe 2023 in Düsseldorf. Es ist voll hier vom ersten Tag. Die Leute gehen nach links, nach rechts und so weiter. Neuigkeiten gibt es klar auch, habe ich auch gesagt in meinem letzten Film, dass ich werde dieses Jahr ein paar Filme hier drehen mit verschiedenen Neuigkeiten, manche große, manche kleine. Und in diesem Moment habe ich stehe hier vor der Stand von Revotion, heißen die. Das ist ein Smart System, ein CAN-Bus-System für unsere Autos. Habe ich bis jetzt zwei gefunden. Ich werde in diesem Film beide vorstellen. Mal sehen, welche ist besser sozusagen. Ja? Ich werde auch ein paar Fragen zu den Leuten stellen. Auch bei Revotion, auch bei den anderen. Und mal sehen, was konnten die anbieten. Ja? Es kommt immer in Wohnmobil diese Sache, dass oder der CAN-Bus-System, die aktuell ist, es ist nicht 100% okay oder reagiert nicht richtig oder keine Ahnung was. Und es gibt auch die Möglichkeiten, wo die Leute sagen, ja, aber ich hätte gerne alles über eine einzige Display, ja, über eine Handy oder über eine Tablet, keine Ahnung. Wo kann ich meinen Stand von Batterie lesen? Wo kann ich meine Wechselrichter anmachen? Wo kann ich meine Truma-Heizung oder Klima anmachen? Wo kann ich meinen Wasserstand sehen? Wo kann ich meine, was kann man machen? Temperatursensor und so weiter und so fort. Und heutzutage gibt es in einem Wohnmobil so viele Displays da, ist unglaublich. Du hast den Hauptpanel, wo machst du deine Lichter an, wo machst, siehst du dein Wasser, wo siehst du den Temperatursensor, dann hast du noch den Bedienteil von Truma, dann hast du noch eine von Truma Heizung, dann hast du noch einen Teil, eine Fernbedienung für deine Klima und dann die wollen als Beispiel Servo vom Victron, dann hast du wieder deine Batterie, deine Wechselrichter und so weiter und siehst du, was deine Solar macht, ja? Wir möchten gerne, ja, ein System, ein CAN-Bus-System, wo kann man das alles über eine Display sehen. Und wie gesagt, bis jetzt gibt es verschiedene und was habe ich einfach gefunden hier auf der Messe und finde ich erstmal interessant, sind die von Revotion. Die sind ganz am Anfang. Das werden wir mit denen sprechen gleich und die werden uns mehrere Sachen erklären. Und es gibt noch ein anderes System, die ist ein bisschen mehr entwickelt und zu die gehen wir gleich. So, erstmal gehen wir zu Revotion. Das ist der kleine Stand, was die hier haben. Die haben auch eine interessante Homepage, ja, ganz, ganz schön. Wir gehen jetzt dahin, wir werden mit jemand sprechen und mal sehen, was er uns erzählen kann. Bis gleich. So, dann gehen wir direkt zum Stand jetzt und hier ist Jasper, hi. Moin, moin, hi. So, ich bin 2 Meter groß, aber ich glaube, du bist 2,15 oder so. So, schauen wir. Das ist das System, was habe ich schon zu der Kunde bis jetzt ein bisschen erzählt und weiter bist du dran. Genau, also im Endeffekt, was wir machen, wir vernetzen alle Systeme in eine Benutzeroberfläche sozusagen, in ein intuitives Display, wirklich nicht zu technisch, sondern super simpel runtergebrochen und können im Endeffekt für jedes Fahrzeug nachrüsten. Und das tun wir, indem wir halt einen sehr modularen Ansatz gewählt haben. Das heißt im Endeffekt ein Modul für eine Funktion. Jetzt sind das hier so unsere Module, da komme ich gleich zu. Und das Coole ist, die kann man super leicht nachrüsten, weil die Kommunikation an sich
erfolgt per Funk. Und das bedeutet, man muss keine neuen Kabel legen, keine Buskabel. Das ist jetzt mal gut. Das ist richtig gut. Gerade wenn man nachträglich versucht, irgendwo noch ein Kabel durchzuquetschen. Ja, furchtbar. Das ist gut für unsere Kunden, dass die müssen nicht mehr so viel Aufwand bezahlen. Genau. Und für uns, die wir sollen so ein System einbauen. So, alles genau, gut. So, genau. Das, bis jetzt alles perfekt. So. Also, fangen wir an mit dem Brain. Ja. Das ist sozusagen wie so eine Art Hub, wie so ein Hauptcomputer im Endeffekt, der vernetzt das Ganze. Das heißt, per Bluetooth wird das Tablet oder das Handy verbunden zum Beispiel. Wir haben aber auch hier eine SIM-Karte schon drin, die für LTE-M. Das ist wie so ein Datenrouter im Endeffekt, mit dem man dann auch die Informationen aus der Ferne abgreifen kann. Und das Ding spannt sozusagen auch das Funknetz auf, wo sich dann die ganzen Module einwählen. Okay. Und zwar komplett lokal, also es ist nicht abhängig vom Internet oder so, sondern es ist wirklich rein eine lokale Sache. Fangen wir an mit den Tankfüllständen. Da haben wir ein Tankmodul, was im Endeffekt zwei Sensoren anschließt, also Frischwasser, Grauwasser, passt okay. Perfekt. Okay. Und da arbeiten wir einmal mit diesen 0 bis 190 Ohm Tanksensoren. Ja. Kann das mal hochgehen. Dann zählt der jetzt hier langsam hoch, aha, und zwar wirklich auf den Prozent genau. Okay. Also keine Schätzeisen mehr, sondern genau, wirklich mal präzise, verlässliche Anzeigen, direkt auch schon ausgerechnet, wie viele Liter das sind. Ja, das ist wichtig, weil was gibt es heutzutage in Wohnmobile? Zeigt hier 25 oder 50% oder 75, ja, ja, und es sind nie irgendwann, hast du 50, mach deinen Dusch, ist leer. Mhm. Das ist gut, so genau, was zu haben. Also wirklich komplette Kontrolle über alles. Super, super intuitiv dann auch wieder. Perfekt. Genau, also das hätten wir dann schon mal. Ja. Dann haben wir das Temperaturmodul, ja, mit einem kleinen Temperaturfühler. Das Coole ist mit denen, da ist ein Kabel dran, womit man wirklich überall eigentlich die Dinger reinstecken kann. Also wir haben Kunden, die packen das in den Kühlschrank, um sozusagen den Kühlschrank nachträglich smart zu machen. Genau. Außentemperatur, Innentemperatur, Grauwassertemperatur, auch interessant, auch durch den Frostwarner. Ja, ja, also damit man mitbekommt, ob es da drin friert sozusagen. Genau, genau. Und die kann man komplett frei benennen, frei überall reinstecken im Endeffekt. Wie viele Temperatursensor kannst du da anschließen? An ein Modul, zwei Stück. Zwei Stück. Und du kannst halt dann beliebige Module nehmen. Okay. Also wir geben praktisch nicht vor, wie viele Einzelkomponenten man irgendwie hat. Okay, okay, okay. Genau. Alles klar. Dann der digitale Schalter, unsere Node Switch, macht im Endeffekt nichts anderes als hier plus minus an und aus. Ja. Das heißt hier einfach mit dem Schalter sieht man das hier. Licht an und aus. In dem Fall Licht, man kann damit Pumpen schalten, man kann damit alles, was irgendwie 12 Volt an- und ausschalten kann. Bei einer LED-Leiste als Beispiel kann man auch Dimmer. Dimmen kommen wir hier schon zu. Aha, das ist weiter schon. Okay. Ist dann schon okay. Ein Schritt weiter sozusagen. Okay, das ist nur eine Schalter, die kann man nicht nur für Lichter, sondern für verschiedene Geräte. Okay, okay. Und das Coole ist, der hier hat auch eine Sicherung schon intern drin. Ja. Das heißt, du stellst auf der App einmal den Sicherungswert ein, fließend, du musst keine Stecksicherung mehr haben. Okay. Vor allem, wenn mal irgendwas passiert, richtig genial, sieht man es direkt in der App, dann fliegt es einfach raus. Ja. Man kann es direkt wieder von hier aus reinmachen. Also man muss an das Ding nicht ran, wenn die Sicherung geflogen ist. Aha, direkt von da. Genau. Ja, aber dann kommen wir eigentlich schon zum Ambiente-Modul. Hier haben wir im Endeffekt, man sieht das hier so ein bisschen, RGBW, also Red, Green, Blue, White, also die einzelnen Farben, wenn man es halt farbig haben möchte. Ja, ja. Dann bekommt man halt so ein Farbwheel, womit man halt Farben einstellen kann. Okay, okay. Man kann es aber auch einfach nur als Warmweiß- oder Kaltweiß-Dimmer benutzen. Okay, okay. Das heißt, man muss es nicht farbig nehmen, sondern man kann einfach auch verschiedene Farbzonen haben. Okay, okay. Und dann haben wir noch einen Shunt, oder was ist das hier? Genau, das ist unser Shunt-Modul. Mhm. Das Coole bei dem ist eben, wir können hier die Ströme messen. Das sind praktisch 5 Shunts hier drin, also 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man jetzt zum Beispiel Solaranlage auf einen Kanal legt, Ladebooster auf den zweiten und praktisch das auftrennt, dass sie auf eigenen Kanälen liegen, sagen wir in der App, Kanal 1, du bist jetzt PV-Anlage, Kanal 2, du bist jetzt Verbraucher. Okay. Und so können wir halt diese intuitive Anzeige zeigen, mit woher kommt der Strom und wohin fließt er. Aha. Also praktisch unabhängig davon, was jetzt in die Batterie rein und raus fließt, aber was im gesamten System einfach passiert. Okay, okay. Und das ist halt super interessant. Das heißt, schon spielerisch und simpel und intuitiv, nicht zu technisch, einfach das Thema Strom so ein bisschen visualisiert. Genau, genau. Weil bis jetzt haben wir immer eine Shunt angebaut, wo kann man sehen, aber alles zusammen. Du alles weißt zusammen, nie irgendwo, genau, woher kommt oder woher geht. Mhm. Aber jetzt kann man bei jedem Gerät praktisch sehen, von Solar kommt so viel, von Booster kommt so viel und so weiter. Mhm. Alles perfekt. So, dann haben wir die ganze
Paneele sozusagen erklärt. Aber dann, du kannst verschiedene Geräte anschließen zurzeit und ihr plant noch mehrere danach zu steuern. Genau, diese paar Module sind sozusagen jetzt nur unser Einstieg, diese, ich sag mal, herstellerunabhängigen Grundnodes. Und da kommen jetzt auf jeden Fall viele weitere dazu. Wir haben jetzt schon tatsächlich Victron Energy als okay. Integration, also den Smart Shunt, ja. wenn man den schon hat. Ja. Braucht man es nicht zwangsläufig tauschen. V-Direkt. Genau. Wir haben T-Tronic schon als Integration. Okay. Das heißt, man kann da einfach eine Vipro-Einheit. Scharf, nicht genau, scharf. Scharf, nicht scharf. Man kriegt die Benachrichtigung, wenn man halt sozusagen, wenn der Alarm auslöst. Ja. Jetzt kommen demnächst halt noch EcoFlow. Da sind wir auch Partner bei denen. Okay. Dass wir die Powerstations einbinden können. Jetzt kommen demnächst noch CI-Bus mit den ganzen Heizungen zum Beispiel. Okay. Und dann wird das ganze System komplett. Das Coole ist halt mit diesen Modulen, es ist halt immer erweiterbar, auch nach Jahren noch. Das heißt, man kann wirklich mit ein, zwei Modulen anfangen, ein bisschen austesten der Saison lang und dann nächstes Weihnachten sich nochmal eine wünschen sozusagen. Truma-Heizung, Truma-Klima oder Dometic. Das würde dann über CI gehen. Das wird auch... genau, das wird kommen, ja. Okay. Oder als Beispiel der Kühlschrank an- und auszumachen. Das wird, schon mit, auch das wird schon mit der Switch mit, gehen. Mit dem Switch. Ja. So praktisch bis jetzt konnten wir alles anschließen. Genau. Was ist mit deinem Ebersprecher oder Webasto Heizung, Dieselheizung? Wird auch entweder über CI oder halt über direkte Integration. Aha, okay, ja. okay. Noch eine Frage. Kann man die ganze System von entfernt steuern, sehen und so weiter? Dafür ist halt hier LTE mit drin, also LTE-M. Das darf man nicht verwechseln mit einem klassischen WLAN-Router, okay. sondern das ist wirklich nur für Daten, nur für das System. Das hier, also ganz low energy, ganz, also für IoT im Endeffekt. Okay. Und das ist das Ziel, das geht ab in 3 Monaten circa, können wir es sozusagen aus der Ferne lesen. Alles, ja. Also Standort zum Beispiel, GPS-Tracking ist dann schon drin, die ganzen Tankfüllstände, Temperaturen. Kann man aus der Ferne lesen okay. und dann im Laufe des nächsten Jahres wird man dann sozusagen auch schreiben können, dass man wirklich aus der Ferne schon mal Sachen anschalten kann. Super. Aber auch da wieder, alles ist komplett update-fähig. Das heißt, wir haben jetzt schon Over-the-Air-Updates mit drin. Das heißt, alles, was ab jetzt verbaut wird sozusagen, ja. wird immer auf dem neuesten Stand bleiben. Super. Ja, wie ich dir am Anfang gesagt habe, ich habe schon einen Kunde von euch. Ich bin auch gespannt, dieses System einzubauen. Ich habe verstanden, das dauert um die 4 Wochen ungefähr oder weniger, bis du kannst ihm liefern? Ach so, ja, wir haben jetzt zum Launch sozusagen, machen wir eine, wir produzieren ja komplett selber in Düsseldorf. Ja. Und da haben wir sozusagen die Bestellung aus dem Caravan-Salon. Super. Machen wir dann sozusagen als eins und okay. dann kommen wir so in 3-4 Wochen. Ja. Aber es wird auf jeden Fall immer was auf Lager sein. Perfekt. Ja. Alles klar. Wie gesagt, ich freue mich auch auf den Einbau. Ich werde zu meinen Zuschauern alles nicht Schritt für Schritt, aber wie das geht, wie funktioniert danach. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Alles klar, super. Ich danke dir. Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja, Leute, habt ihr schon gesehen? Es ist ganz interessant. Und was haben wir jetzt? 10 Minuten gefilmt und plus die Intro. Ich überlege, ob ich einen Separatfilm machen oder machen wir zusammen. Wir gucken einfach, ja? Bis gleich. So, ihr habt schon vor, keine Ahnung, vor kurzer Zeit war ein Film von mir über so ein System. Es gibt noch eine, die habe ich dir in Düsseldorf angefangen, ja? Und ich wusste nicht damals, wie soll ich der schließen, aber jetzt weiß ich. Und zwar habe ich den Film angefangen in Düsseldorf. Mit dem guten Mann da hat er mir erklärt, über was geht es und so weiter. Und jetzt haben wir schon die erste Kunde, die so ein System haben möchten. Wir sind so weit, die sind auch von Revotion hier. Und die helfen uns, das hier ist das ganze System, die helfen uns, die zu montieren. Aber das zeige ich euch gleich. Hier wird auch eine Solar,
eine Alarmanlage eingebaut. Ja, die Zitronic Alarmanlage. Gar nichts neu bis jetzt. Aber dann gibt es etwas, die haben ganz neu jetzt. Vor kurzer Zeit. Ich werde euch aber in einem anderen Film erklären. So, hier, ich zeige euch das ganze System, wenn fertig ist. Dann schauen wir kurz in die Halle. Leute, es gibt noch viel zu tun, obwohl wir fast Mitte Oktober, Ende Oktober so. Wir haben heute genau, heute ist 16. Oktober. Oh, so, das ist ein bisschen Licht. Aber ich werde diesen Film wahrscheinlich in einer oder zwei Wochen, deswegen sage ich Mitte, Ende Oktober. Und trotzdem bei uns ist hier voll, sieht man, ja? So, hier haben wir eine Fiat Ducato. Wir haben eine 2400 Truma eingebaut. Drei Module auf dem Dach. Einen Max-Fan, ja, 330. Zweimal, ich mache kurz Licht. Zweimal 200 Liontron haben wir hier rein. Ja, die sind da hinten. Eine große 3000 Wechselrichter, die schafft mit diesem Klima die ohne Probleme. Und eine Booster, 70 Ampere. Der Kunde wollte unbedingt während der Fahrt Vollladung haben, maximal, weil der steht viel frei. So, und haben wir eine 70er von Votronic 70 Ampere Ladebooster. Dann hier haben wir einen Challenger. Der hat von uns vor ungefähr eineinhalb, zwei Jahren zwei Batterien bekommen. Zweimal GNS. Und er wollte weiter. Da sind die Batterien. Und dann haben wir gesagt, hier ist voll, hier ist der Wechselrichter. Da sind die Batterien. Da ist Wassertank. Wo sollen wir noch einbauen? Was man ganz schön bei diesem Auto findet, da ist eine Tür, da ist eine Tür und da ist auch eine Tür. Schon. So, hier, es gibt noch einen Sitz. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir eine dritte Batterie hier. Hier ist der Kompressor von Luftfederung. Hier passt nicht, hier ist die Saugung, dieses Auto hat einen Nebensprecher auch von uns eingebaut. Normalerweise kommt aus Werk mit einem Webasto, haben wir daraus haben wir Nebensprecher eingebaut. Hier ist der Display von Nebensprecher. Und dann sagt, wo mache ich die andere Batterie? Und wo denkt ihr, das haben wir die andere Batterie? Hier unten. Hier unten. Ja? Ich habe ein Foto gemacht, weil jetzt haben wir zu. Mal sehen, ob ich die Fotos finde. Und da unten haben wir die vierte Batterie. So, insgesamt sind jetzt 400 Lithium-Batterie. Da ist die Foto. Mal sehen, wie kann ich euch zeigen. Ja, da unten ist die vierte Batterie. Sieht man, ja, rechts. So, dann sind wir mit... Ich habe zu der guten Mann gesagt, aber jetzt müssen wir alles hier ändern. Das war alles da unter dem Sitz. Kabelsalat, alles möglich. Und wir haben hier schon geändert. Und zwar, die Batterien sind da, zwei hier. Dann haben wir hier zwei Verteiler plus minus gemacht. Die Batterie hier gebracht. Eine Schand, wo kann ja die Batterie sehen. Dann haben wir gesagt 400. Müssen wir Ladegerät, haben wir zwei Ladegeräte, einmal hier, einmal da, sind jetzt 60 Ampere Ladegerät, Lithium, eine Booster, 60 Ampere vom WCS, ja, und hier verschiedene Sicherung und so weiter. Jetzt konnten wir zumachen und das war's. Ja, schöne, und unter diesem Sitz ist der Wechselrichter. Jetzt gehen wir zu unserer, ja, hier haben wir noch ein kleines Projekt. Ist eine Knaus, nagelneu. Der bekommt zweimal Lithium, der bekommt Solar und einen Wechselrichter und Booster. Aber hier haben wir ein schönes Projekt. Und zwar, der Kunde hat schon drei Batterie 160 vom Victron.
her. Ja, 1, 2, 3. Dann hat er eine große Booster auch von Votronic. Dann hat er zwei Kreise. Ich zeige euch, wenn wir auf dem Dach sind. Dann hat er der Wechselrichter hier unten und sagt er, dass immer merkt dieses Wechselrichter da unten, dass er keine Strom hat. Keine Luft ist zu heiß. So, jetzt werden wir hier, ich zeige euch danach, auf diese Wand einen großen Wechselrichter einbauen. Und zwar der Quattro 5000 von Victron. So will der Kunde haben. Dann werden wir da ein Loch, da schieben wir frische Luft. Ne, hier blasen wir in Garage. Hier irgendwo machen wir das, hier blasen wir frische Luft rein. Und da zieht der warme Luft draußen. So, eine 5000 wird hier angebaut. Hier sind alle die vier Ventilator, die wird in dieses Auto eingebaut. Da, wo die Batterie protect ist, vertikal, die kommt raus. Und da machen wir einen Ventilator, sodass der bläst von da. Und noch hier eine, hier bläst rein, da bläst raus. Ja, wenn so eng und so weiter ist, Servo gibt es auch und alles drum und dran. Aber dann auf dem Dach sagt mir der Kunde, mach mal alles, was du kannst im Solar. So. Und da sind die zwei die Kreise. So, der Modul, mit dem Modul ist ein Kreis und dieses Lima da hinten wieder in einen Kreis. Hier war eine große Antenne und dann haben sie gesagt, was soll ich hier machen? Ein Modul da und ein Modul hier und fertig. Der sagt, nee, mach mal die Antenne raus, brauche ich die nicht, ich habe LTE-Antenne und sag mir danach, was passt. Und dann haben wir geschafft, oder beziehungsweise schaffen wir, alle die Module sind da. 1, 2, 3, 4 plus 1, 5. Insgesamt 570. Achso, der hat auch Solar von uns. Der hier, der Challenger. So, und hier schaffen wir 570 Watt zu bauen. Und zwar ein Modul da, ein Modul hier, 120. Dann eine quadratische da. Ja, 3. Noch eine normale hier und eine da. So fünf. Nee, sorry. Falsch. Wir haben eine normale da. Hier haben wir eine 110 so längs. Dann hier haben wir noch eine normale. Da eine normale und eine quadratische in der Mitte. So insgesamt 570 Watt. Und dann ist das Dach komplett voll. Ja? Wie gesagt, die Module sind da unten. Eine quadratische, zwei normale. Und der längst plus der hier. 5 Stück. Nicht schlecht. Und die 3000er Dometic Klima ist auch von uns. Und der Maxfan, es ist nicht von uns, hat der Kunde keine Ahnung vor wie viele Jahre angebaut. Und irgendwo scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Und wir werden der tauschen. So bekommt der auch eine neue Maxfan. Ja, viel zu tun, ne? Dann gehen wir. Und ich zeige euch dieses schöne System eingebaut und wie der funktioniert. Bis gleich. So, wir sind fertig und jetzt gehen wir zu David. Hi David. Hallo. So, wir Hi. Beide haben wir uns kennengelernt in Düsseldorf. Genau. Auf so, der du Messe. Bist auf die Messe gekommen und sagst du, ich bin ganz begeistert, Julian, guck mal dieses System und so weiter. Kannst du mir das einbauen? Ja, genau so. Und haben wir gemacht. Habt ihr gemacht. Bist du zufrieden bis jetzt? Sehr gut. Ja. Was hast du vorgestellt? Oder? Ja, genau ja, so. Ja, ich denke schon. Gut, dann die Leute machen noch ein bisschen sauber. Ja. Und dann wir fragen ihn und der zeigt uns, wie das funktioniert auch. Genau. Weil so ein bisschen haben wir zu den Leuten erklärt. So, das ist diese Globetraveler, was du hast, diese genau. polnische Ausbau. Ja, ja, das ist ganz kompakt Auto und war ganz schwer, die Kabel zu ziehen und hast du selbst gesehen, wie lange die gedauert hat. Aber hat alles funktioniert?
Ja. Bleibt noch in Zukunft deine Zitronikalarme. Was haben wir eingebaut? So, bis der fertig ist, konnten wir hier zeigen. Genau. Der Modul ist da. Nee, Modul habe ich schon. Hast du noch nicht? Doch, habe ich da hinten geklebt. Wo hast du den geklebt? Ja, weil ich wollte hier direkt an der Tür. Ja. Da. Ah, da hast du geklebt. Ja. So, das ist ein Modul. Ich habe euch gesagt, dass ich erzähle euch nicht. Machen wir sowieso einen extra Film mit diesem Modul. Das ist ein Modul. Du kannst mit deiner Karte, die du in deinem Portemonnaie hast, einfach mit die machst du scharf. Ist eine Tür. Aber ist trotzdem scharf. Ja? Ja, ja. Machen wir alle die Tür zu. So, mit dieser Karte machst du scharf oder nicht scharf. Und dann, wenn du irgendwann am Strand bist, hast du die Bändchen. Brauchst du nicht mehr die Karte, gehst du im Wasser und so. Ja. Machst du auch die andere, die Seitentür zu. Und dann mit die kannst du zu und offen dein Auto praktisch. Aber du kannst ja auch abschließen, ne? Also nicht nur Alarm, sondern auch abschließen. Ja, ja, abschließen, das ist wichtig. So. Klack. Ja. Und jetzt ist zu. Und jetzt versuch mal mit deinen Bändchen. Du hast zwei von diesen, einfach halten. Fertig. Super. Geil, ne? Ja. Das finde ich okay. So, sind wir fertig? Soll ich Karte nehmen? Ja, nimm mal die Karte. So, gehen wir da und der erklärt uns. Hi. Moin, wir haben uns kennengelernt in Düsseldorf. Ganz genau. Haben wir schon eine kleine... So, wir haben nicht genug Glück hier. Ich komme auf die andere Seite. Wir haben schon einen Film gemacht. Also praktisch, dieser Film wird beides. Mhm. Wo wir beide in Düsseldorf kennengelernt haben. Du hast erzählt, wie dein System funktioniert und so weiter. Und heute haben wir schon unsere erste Kunde, haben wir eingebaut, der ist begeistert und zufrieden mit dem Ganzen. Hat ein bisschen gedauert, stimmt, ist normal. Genau, wir haben ja jetzt eine Händlerschulung gemacht mit dir, genau, sozusagen. Jetzt genau. Weißt du Bescheid. Genau, weiß ich Bescheid. Haben, jetzt haben wir sozusagen von der Testwand hin zu einem echten Fahrzeug. Genau, das genau. Sollen wir kurz vorne gehen? Ja, sehr gerne. Und dann schaust du uns die komplette und dann erklären wir ein bisschen alles. So, ist jetzt scharf oder nicht scharf? Ich weiß gar nicht. Ist so. Mach mal auf. Ja, so, was haben wir eigentlich gemacht? So, zwei... Die Wasserfüllstände haben wir auf jeden Fall beide, grau und Frischwasser. Grau und frisch, jeweils halt wirklich auf dem Prozent genau. Das können wir auch gleich mal zeigen, indem wir halt Wasser laufen lassen. Genau. Dann haben wir zwei Temperatursensoren. Zwei Temperaturen. Eine haben wir unten, ja, genau. Für die Außentemperatur. Außen und innen. Genau, ja. Und eine innen. Genau. Dann haben wir die Pumpe getrennt. So, praktisch der Kunde, du wolltest die Hauptpanel, was in diesem Auto war, komplett weg. Genau. So haben wir alles über dein System jetzt. Ganz genau. Perfekt. So, nur die Pumpe. Das Pedal hängt noch nicht. Ja, ja, gut. Die Pumpe haben wir extra gemacht. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben Lichtzonen gemacht, zum Beispiel hier das Außenlicht. Ja. Können wir nämlich jetzt hier dimmen. Vor allem schaut man, wie weit runter es ja, geht. Ja, komplett aus fast. Fast komplett aus. Und hier, das ist die tiefste Punkt. Das ist der tiefste Punkt. Genau. Und dann das heißt, wenn ihr draußen sitzt, draußen im Dunkeln sitzt, lockt ihr auch wenig Mücken ein, habt aber trotzdem richtig schön genau. Licht. Genau, bisschen Licht. Perfekt. Und die geilste ist, dass der Kunde kann die ganze System über deine App steuern, aber auch über die normale Taste wie früher. An und aus und so weiter. Ganz genau. Das ist auch schön. App ist zwar schön und gut, aber gerade wenn man reinkommt, hat man nasse Sachen, hat man nicht immer das Handy parat. Genau. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir hier einen Taster haben. Ja. Beziehungsweise einen Schalter umgebaut haben zum Taster. Ja. Und wir mit diesem Taster sozusagen jetzt hier, man sieht es, wenn ich das mal hier nebenhalte. Ja, Moment, ich komme drauf. Da ja, sieht man da. Wie schnell das direkt reagiert. Ah, guck mal da, an und auf direkt auf dem, genau. Und wenn ich jetzt hier länger halte, ja, sieht man dann auch, ist eine Dimmer. Sieht man auch, wie der hier runter geht. Ja, sehe ich auch. Und die Lichter unten, da sehen wir auch, dass der geht, und jetzt genau. Geht oben. Perfekt, so. Genau. Das ist auch cool. Dann haben wir hier ganz normales Licht, ja. Was wir anmachen können. Wir haben den Victron Smart Shunt integriert, ja. Der jetzt hier gerade die wichtigsten Batteriedaten anzeigt. Genau. Hier haben wir die Pumpenschaltung, die man halt anmachen kann. In genau. Dem Fall ist es aber ist es eine Tauchpumpe. Ja, ja. Hier sieht man mal die Tanksensoren. Genau. Wo wir wirklich, 22%. Das können wir auch mal kurz laufen lassen. Ja. Ich mach mal kurz. Pumpe ist an, Wasser läuft. Genau. Und jetzt? Wir merken uns die 22% hier. Ja. Jetzt gehen wir noch mal kurz raus. Und gehen mal in die Pumpe rein und jetzt sehen wir von jeweils einer, das ist ja die Node Switch, die dahinter ist, ja. Sehen wir sogar, was die verbraucht. Was ach dieser so. Einzelne Verbraucher 73 Watt verbraucht jetzt die Pumpe, weil die läuft. Ja. Auch gut. Ja. Ja. Und jetzt können wir in der Zwischenzeit mal gucken. Ja.
Noch nicht. Noch nicht ganz. Ja, das dauert ein bisschen. Ich glaube, dann schauen wir uns weiter um in der App. Genau. Und zwar hier in der Übersicht. Ja. Haben wir nämlich noch unsere Node Battery verbaut. Ja. Das ist praktisch ein Batteriemonitor, der die Ströme misst. Ja. Das heißt, wir haben die PV-Anlage. Wir sind natürlich jetzt gerade drin. Genau. Die wir kann gehen man gleich aber dann sehen. Hinter und gucken wir auch diese. Mhm. Genau. Wir haben den Generator, also man sieht, wie viel gerade durch den Motor zum Beispiel reingeht. Ja. Landstrom haben wir auch. Und man sieht jetzt halt gerade, was alles zusammen verbraucht. Also man sieht halt wirklich sehr, sehr übersichtlich, was in diesem Fahrzeug rein und raus geht an Strom. Genau. So, und jetzt in der Zwischenzeit jetzt haben wir so viel geredet. Ja, da sieht man, 19% sogar. Wie es einzeln runterzählt. Genau, konnten wir jetzt das Wasser aus. Genau. Machen können wir das Wasser ausmachen. Aus. Pumpe aus. Pumpe aus. Oh. Konnten wir auch, genau. Mist. Jetzt haben wir die Sache nass gemacht. Alles kaputt machen hier. So, jetzt können wir hier Pumpe ausmachen. Genau, stimmt. Kleiner Funfact bei der Pumpe. Ja. Dadurch, dass es ja eine Tauchpumpe ist, wird die ja erst angeschaltet, wenn man wirklich den Wasserhahn betätigt. Also im Wasserhahn ist ja noch ein Schalter drin. Okay. Das heißt, die verbraucht auch im Standby eigentlich nichts. Bei einer Druckpumpe, und das sehen wir nämlich erst hierdurch, verbraucht die im Standby richtig was. Ja, also so um die 10 Watt tatsächlich. Ja, ja. Weil die halt die ganze Zeit den Druck halten muss. Stimmt. Und das sieht man jetzt halt erstmal. Also man sieht wirklich, was im Fahrzeug passiert. Wir machen das Thema Strom sichtbar sozusagen. Ja, ja. Super. Genau. So, und dann haben wir halt hier noch zum Beispiel im Bett, im Bettbereich, nochmal als einzelne Szene. Kann man hier rüber dimmen, das heißt, man kann sich wirklich ganz gemütlich ins Bett legen, kann die Sachen ausdimmen. Bodenambient haben wir schon gesehen, genau. Die Außenlicht haben wir auch gesehen. Außenlicht. Genau. Und man sieht halt auch, wie wirklich schnell das schnell Ganze reagiert. Schnell reagiert, ja. Super. Dann gehen wir kurz hinten. Du hast früher eine Shunt von Votronic gehabt. Ja. So. Aber wir sind so weit, dass du hast mit Victron jetzt durch diese VE direkt. Dann haben wir den neuen Shunt angebaut und jetzt ist verbunden. Deswegen sehen wir jetzt die ganze Anlage, aber auch einziger durch diese Panel, was wir da eingebaut haben. Ich würde sagen, haben. Wir gucken uns genau. Mal kurz an. Ich schnappe mal noch schnell hier eine Lampe. Ja, habe ich auch. Pass auf. Klack. Noch eine. Klack. So. Dann. Schauen wir kurz hier. Wir nehmen kurz diese Sache raus. Dann gehe ich kurz rein. Hier ist ein bisschen. So, hier ist der Wechselrichter, der war schon eingebaut. Dann hier haben wir die Batterie. Eine Lithium 200. Ja. Da ist eine integrierte Booster und Ladegerät gleichzeitig. Da haben wir eine Solartasche ist das oder ist eine, hast du Solar auf dem Dach? Ja. Ja. Ja, ja, die kleine Modul, okay, das ist eine Solaranlage. Und da ist unsere Shunt ganz oben, was haben wir eingebaut. Und unten sieht man diese Modul, ja, diese, wie heißt der? Node. Ist Englisch für Knotenpunkt. Aha, Knotenpunkt. Und das schreibt klar und deutlich VE direkt. So, der Shunt oben haben wir mit dem Node gebunden und so sehen wir durch dein System die ganze. Dann hier rechts. Genau. Dann hier rechts sehen wir die Temp, eine andere Node für die zwei Temperatursensor. Ja. Da können wir jetzt auch beliebig weitere noch hinzufügen. Das heißt, wenn du jetzt nach einem Jahr merkst, hey, ich hätte gerne noch mal die Kühlschranktemperatur, das ist halt ein Modul und du kannst es hier jederzeit nachrüsten. Genau. Super. Und dann hier haben wir diese Batterie-Node. Ja, wir haben in unserem Fall nur 4 Kabel und wir haben klar Plus und Minus ganz unten. Dann haben wir den nächsten der Booster. Dann haben wir den nächsten die, ich muss gucken erstmal. Die ganze Verbrauch von Auto ist der nächste. Dann ganz oben ist die Solaranlage. Und dann der zweite, was haben wir noch das zweite gemacht? Keine Ahnung, ich glaube die Ladegerät, oder was haben wir? Ich weiß nicht, was ist das zweite? Gut. So, das ist hier alles, was wir eingebaut haben. Tja, so, die Batterie muss ich noch mal... Also rechts kann man noch ein paar Sachen sehen. Ja, ich mache jetzt hier zu. Kurz, ist ein bisschen eng hier. Wo hier, meinst du? Ja, genau. Aha, so, was haben wir hier noch? So, hier oben haben wir noch die Ambient. Was haben wir hier? LED-Bit.
Ja, sieht man da unten. Das ist der Node für die LEDs über das Bett. Dann hier haben wir der zweite, der weiße Node. Es sind die Level, so beziehungsweise unsere Grauwasser und Frischwasser Level Controller. Wie heißen die? Zustand, ja? Ja. Und ganz unten auf diesen Node Switch, was hast du angeschlossen? Eine Pumpe, die Pumpe. Genau. Okay, ganz unten hier ist die Pumpe. So. Und alles sind praktisch verbunden mit dieser Brain. Genau. Ja? Und dann in diese Brain ist was noch? Der, eine GPS. Mhm. So. Und LTE-M vor allem. Und LTE-M. Ja. Bedeutet, der Kunde kann sein ganzes System auch von, egal wo in dieser Welt ist, sehen. Genau. Also wir haben da und jetzt, steuern auch, oder? Genau, steuern. Alles, was man vor Ort kann, eben auch aus der Ferne. Aha. Das wird, im Moment ist schon alles drin dafür. Also wir haben schon eine SIM-Karte drin. Mhm. Wir haben schon auch den Chip dazu da drin. Also die Hardware ist soweit ready. Wir arbeiten jetzt noch an der Software, dass das halt Anfang nächsten Jahres, dass man auch alles aus der Ferne steuern kann. Super. Und, was meinst du? Zufrieden? Sehr gut. Genau. Jetzt machen wir die anderen auch noch dran, alle. Achso, die hier machen wir auch, hä? Ich will und mit der Zitronen-Alarmanlage, was haben wir gerade angebaut? Du genau. Hast Titronic, im Plan? Bauen wir gerade eine Integration, beziehungsweise die ist gerade in der Beta. Ja. Und die wird praktisch dann alles können, was auch deren App dann kann, damit es wirklich alles in einer App. Aha. Also das Grundziel von diesem, warum wir das überhaupt alles machen, ist eben, dass alles in einer App ist. In einer App. Simpel, intuitiv, für jedermann zu benutzen. Dass man nicht, um ein Fahrzeug zu bedienen, was ja eigentlich für einen Urlaub gedacht ist, erstmal 10 Apps runterladen muss. Super. Finde ich und geil. Die Sensoren kannst du, glaube ich, abgreifen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn die Tür auf ist, siehst du auch in der App, die Tür ist auf. Ach so, okay. Und dann kannst du natürlich Automationen dahinter legen. Du ja. Machst die Tür auf und das Ambientlicht geht an. Ja, ja, zum ja. Beispiel. Auch. So wie im Einfamilienhaus. Ja. Dann machen wir das, ja. Mhm. Ist das natürlich auch eine tolle Idee. Ja. Oder es regnet und das Dach geht zu. Ja. Kann man alles theoretisch machen. Ja. Leute, ich bin begeistert von dem System. Hat Spaß gemacht diese Tage. Und klar, durch diese Filme oder durch dich, dann bestimmt finden wir die nächste Kunde auch. Und ich bin einfach gespannt für den nächsten Einbau. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil du selbst gesagt hast, das gibt es Auto, die sind ein bisschen einfacher wie der hier. Da war komplett kompakt, dieses Auto. Wir kennen dieses Auto, es ist schwer zu arbeiten. Aber gibt es so, wie Kanada hast du gesagt, oder Ahorn, so, die sind ein bisschen einfacher zu einzubauen. Ja, also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Man muss immer gucken, was im Fahrzeug drin ist. Man muss halt so ein bisschen die Leitungen suchen. Genau. Aber im Endeffekt ist es minimalinvasiv, weil man halt sich einfach nur zwischen die Leitungen zwackt. Man muss, genau. Wenn man einmal die richtigen Leitungen gefunden hat, das ist jetzt auch da, man behält noch das alte und kann aber einfach die drei Module oder die Module, die man haben möchte, genau. Hinzufügen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch nur die Tankfüllstände haben möchte, kann man auch nur das machen und genau. Den Rest erstmal laufen lassen. Ja, 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 und so ja. Kann man halt nach und nach sich wie so ein Baukastensystem das Ganze zusammen konfigurieren. Super. Alles klar. Okay. Cool. Dann erstmal sind wir fertig. Ich komme auch raus. Ja, Leute, habt ihr gesehen? Schönes System. Funktioniert super. Klasse. Modern. Ich warte euch auf den neuen Einbau. Ja, wir sind in Mönchengladbach, in der Nähe von Düsseldorf oder in Bayern, genau in Bruchberg bei Landshut. So, Julian sagt Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao.